Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, nachdem wir jetzt hier in der letzten Folge den Auftrag bekommen haben, von der Diebesgilde alle Bogenschützen rund um das Palazzos von Emilio auszuschalten. Ja, das ist in der letzten Folge passiert so. Er ist flink wie der Wind! Ja! So, und das machen wir natürlich jetzt auch gleich, damit wir dann auch den Angriff auf Emilio starten können. Oh, was sehe ich da? Noch eine Feder. Ey. Ist hier runter. Bei euch sieht das so leicht aus. Ist auch ziemlich leicht. Zurzeit. In diesem Spiel ist alles ein bisschen leichter. Was sehe ich da? Eine Truhe. Mist. Naja, auch nochmal geduscht. So, hier müssen die ersten sein. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Der andere hat's nicht gehört. Beziehungsweise gesehen. Ja. Yeah. So. Die werden schon mal erledigt. Drüben sind die nächsten. Komm her. Kommt der überhaupt her? Dazu, fass ihn! Woher bist du? Schnell! Dazu, fass ihn! Dort! Komm, Ruhe! Wow. Aua. Vorsicht. Du bist der Letzte. Der sieht überhaupt nicht. So, die Bogenschützen werden erledigt. Obwohl der da auch ein bisschen stören könnte. Betonung auf könnte. Jetzt wieder zurück zu Antonio. Um ihm Bescheid zu geben, dass der Angriff startet. Ist doch direkt hier unten. Hunderhund. An alle Cittadini, da die Finanziellen Ezio. Aufgrund der Verteidigung der
Ja. Ach, das ist doch. Ich dachte, er wär's schon. Ey! Arschloch. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Alles klar. Wo sind eure Männer? Naja, wenn ich welche sehe, melde ich. Dann werde ich sie benutzen. Einer von uns hier, ja. Ja. Guter Mann. Ah! Wow. Das war's mal genauso. War hier nicht gerade einer? Auch ein. So. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Carlo? Der mein Freund Tettmann. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet. Wenn ihr einen Rat wollt, macht er dann einen weniger auffälligen Ort. Seta ist unsicher. Seta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, lebt hoch, Emilio. Cazzo, was, wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassinen. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe... Nein. Ich habe zu hart dafür gearbeitet. Jetzt will er aber abhauen, der Guse. So ist hier schräg rüberspringen. Warum begreifen Sie nicht? Es gibt viel weniger Verbrechen. Das Volk lebt viel besser. Ein paar müssen weichen. Das ist der Preis. Warum müssen die Assassinen sich immer einmischen? Wie Giovanni. Hätte er uns doch bloß in Ruhe gelassen. Ist der direkt unter uns? Wo geht der lang? Ist das Schiff beladen? Seid ihr bereit? Erledigt. Wir können los. Ja, dann schnell.
Ja, aber wo ist er denn? Der müsste doch hier lang gehen. Ach, da ist er doch. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit, Stabilität, Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Oh, was war das denn? Schön. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Das dachte ich mir. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. So, Emilio Barbarigo ist nun Geschichte. Alles muss raus. Erfolgreich synchronisiert. Und damit haben wir Sequenz 7 beendet. Eintauchen, springen und in der Luft Leertaste drücken, um einen Kopfsprung zu machen. Ja, das ist mir schon bekannt, das ist mir nichts Neues. So, jetzt baut sich die schöne Stadt Venedig wieder neu auf. Und unser nächstes Ziel wird dieser Carlo wahrscheinlich werden, den wir dann auch hier, der sich mit Barbarigo getroffen hat. Mal sehen, wie wir da vorgehen werden. Und ein neues Assassinengrab sehe ich da schon auf der Karte. Das finde ich sehr schön. Die Ruhe ist voll, ich weiß. In der nächsten Aufnahmepause mache ich mich dann mal zurück nach Monteriggioni und zu die Truhe entlernen. Oder warte mal, was gibt's denn sonst noch so? Genau. Dann hole ich mir jetzt erstmal diesen Aussichtspunkt. Generell werden wir dann in dieser Folge erstmal eine kleine Erkundungstour machen. Also zum Ende dieser Folge, so lange geht die ja nicht mehr. Für die letzten Minuten können wir noch ein paar Aussichtspunkte synchronisieren. Nicht hier oben sein, Stotto. Runter hier! Da!
Lasst ihn nicht entkommen! Was hast du denn bitte zu melden? Gar nichts hast du zu melden. Okay, keine Fische essen. Na dann komm, machen wir zum Ende das hier noch. Zum Ende dieser Folge. Seid ihr es leid, das Pflaster unter den Sohlen zu spüren? Dringen bei Regen, Kälte und Nässe in eure Stiefel? Dann solltet ihr... Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Noch zwei Templer. Gleich und gleich die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Geduld und also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt schwer. Moschiniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh. Das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer, Schmeichler, Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretin, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Meine Füße tun mir weh. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche wie dieses? Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird auf dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung.
Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Tja, Bewegung bleiben ist gut. Ich mache jetzt hier erstmal eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Ich wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.